Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Freut mich, dass so viele die kurzfristige Einladung noch erreicht hat. Heute um 10.30 Uhr hat der Vorältestenrat getagt. Das letzte Mal habe ich nachgelesen am 15. Oktober, allerdings 2013. Und auch, was dort beschlossen wurde. Aber das ist ja alles schon sowas von Geschichte. Und was heute beschlossen wurde, vielleicht auch was noch nicht beschlossen wurde und worüber geredet wurde, da haben Sie jetzt die Möglichkeit, wir machen es mal ein bisschen anders, also nicht ein Statement als Teilnehmer an dieser Sitzung, sondern Sie können unsere erste parlamentarische Geschäftsführerin mit Fragen vielleicht sogar überhäufen. Ja, bitte schön. Frau Sitte, erzählen Sie uns doch erstmal, was feststeht, über was okay. Wir heute Einigkeit erzielen. Gern. Also man hat Einigkeit darüber erzielt, dass wir uns in der Tat am 24.10., also dem letztmöglichen Tag, treffen. Das ist ja durchaus nochmal relevant für Fraktionen, die neu sind im Bundestag, bezüglich auch der Konstituierung des Bundestages und der damit verbundenen lebenspraktischen Fragen der Organisation der Fraktion. Aber wir sind bei dem 24.10. geblieben, 11 Uhr, weil es ja doch immer den Wunsch gibt, einiger aufgrund und ihre konfessionellen Bindungen zu einem ökumenischen Gottesdienst zu gehen. Herr Schäuble wäre ja der dienstälteste Abgeordnete, würde also, so wie es jetzt also aussieht, die Sitzung auch eröffnen, hat allerdings darum gebeten, es nicht zu machen, weil er zugleich auch der Kandidat der Union ist für die Bundestagspräsidentschaft. So dass also diese Aufgabe an den nächsten dienstältesten Abgeordneten gehen wird. Das dürfte Hermann Otto Solms sein von der FDP. Wir haben uns zumindest für diese konstituierende Sitzung, aber noch nicht abschließend über die Sitzordnung geeinigt im Bundestag. Nur für diese konstituierende Sitzung. Das würde also bedeuten, rechts außen, wie nicht anders zu erwarten, würde die AfD sitzen. Danach wiederum würde nach jetzigem Stand der Dinge, aber wie gesagt vorläufig, die FDP Platz nehmen, weil es ja dann doch so die Argumentation jener Platz wäre, den die FDP immer eingenommen hat im Plenum. Die Union danach, die Grünen, SPD und links außen, wir selbstverständlich. Und die Argumentation seitens der FDP, man würde in den Landtagen zwischen Bündnisgrünen und der Union Platz genommen haben, muss jetzt weiter diskutiert und geprüft werden für die Beratungen nach der konstituierenden Sitzung. Das ist also, wie gesagt, noch offen. Wir werden eine ganze Reihe von Geschäftsordnungen in dieser konstituierenden Sitzung beschließen. Da ist zum einen die des Bundestages, dann des Vermittlungsausschusses, eines gemeinsamen Ausschusses. Das spare ich Ihnen jetzt alles. Was allerdings wichtig ist in dem Zusammenhang, dass wir auch, wenn wir dort an dieser Stelle die Geschäftsordnung des Bundestages in Kraft setzen, dann geht meine Fraktion davon aus, dass es in Auswertung der Erfahrungen der letzten Legislatur zu einem frühestmöglichen Zeitpunkt zur Einsetzung von Ausschüssen kommen sollte, die das Grundgesetz selber vorsieht. Das ist der Verteidigungsausschuss, das ist der Auswärtige Ausschuss, der EU-Ausschuss und der Petitionsausschuss. Und zeitigst möglich ist diese konstituierende Sitzung, so dass wir als Linke, dass ich meiner Fraktion vorschlagen werde, auf dieser konstituierenden Sitzung bereits diesen Antrag zu stellen auf Einsetzung dieser Ausschüsse. Wir haben Erfahrungen gemacht mit einem sogenannten Hauptausschuss. Dieser Hauptausschuss ist entlehnt kommunalpolitischen Akteuren bzw. kommunalpolitischen Parlamenten, ist aber weder im Grundgesetz vorgesehen, ist also verfassungsrechtlich problematisch, war im Ergebnis höchst unbefriedigend und man muss schlicht und ergreifend sagen, dass dieser Hauptausschuss auch gar keine thematische Würdigung der gestellten Anträge vorgenommen hat. Das würde eben auch bedeuten, beispielsweise Verteidigungsausschuss hat nun mal spezifische Dinge zu besprechen. Es werden einige Mandate in diesem Zeitraum der Bundeswehr zu erneuern oder zu beenden sein, je nachdem. Und deshalb ist natürlich ein Hauptausschuss eigentlich nicht jener, der Kompetenzen dafür an sich ziehen sollte.
möchte und an sich ziehen kann, wenn es denn laut Grundgesetz einen Ausschuss gibt, der dort schon vorgeschrieben ist. Und deshalb werden wir in dieser konstituierenden Sitzung eher diesen Antrag stellen auf Einsetzung dieser Ausschüsse. Wir müssen ja schließlich davon ausgehen, dass die Konstituierung der nächsten Bundesregierung deutlich länger oder überhaupt länger dauern dürfte, als das beim letzten Mal zwischen SPD und CDU war, was so viel heißt, dass das Parlament im Grunde genommen 3-4 Monate in der Luft hängen würde. Und im Gegensatz zur Bundesregierung sind wir eingesetzt. Wir sind im Amt mit der konstituierenden Sitzung. Und man kann ja wohl den Bürgerinnen und Bürgern dieses Landes nicht ernsthaft erklären, dass in dieser Zeit wir nur warten, was in Koalitionsvereinbarungen als Information durchgestochen wird oder als Information herauskommt, als schon vereinbart und uns dann zu schon äußern, sondern wir sind der Souverän und der Bundestag sollte sich für diesen Zeitraum eben auch die Möglichkeit vorbehalten, hier sowohl schon in Ausschüssen zu arbeiten, als auch dann natürlich abgeleitet davon in entsprechenden Bundestagssitzungen. Das allerdings, um auf Ihre Frage zurückzukommen, haben wir heute so nicht vereinbart. Das haben wir als Position, als Linke klar gesagt, wovon wir dabei ausgehen. Ja, die Wahl des Präsidenten, darüber haben wir uns geeinigt nun wiederum. Das wird stattfinden auf der konstituierenden Sitzung, klar, sonst macht sie irgendwo auch keinen Sinn. Nicht ernst gemeint. Und wir werden auch die Vizepräsidenten wählen, wobei wir uns heute nicht im Einzelnen darüber verständigt haben, wie viele Vizepräsidenten es sein werden, dass es in der bisherigen Geschäftsordnung eine Regelung gibt, dass mindestens ein Vizepräsident auf die Fraktionen jeweils fallen. Das ist unumstritten. Da sehe ich jetzt ehrlich gesagt auch kein Problem gegenüber oder seitens der anderen Fraktionen. Allerdings kann ich mir schon vorstellen, dass es wiederum die Vorstellung gibt, doch mehr als einen Vizepräsidenten oder eine Vizepräsidentin für die nächste Legislatur zu bekommen von Fraktionen, die meinen, dass sie ja besonders groß sind und deshalb diesen Wunsch auch äußern und diese Wahl dann eben auch realisieren wollen. Das müsste in der nächsten Sitzung des sogenannten Vorältestenrates noch besprochen werden, beziehungsweise unter Umständen auch auf Arbeitsebene vorbereitet werden. Soweit vielleicht zu den Dingen, zu denen wir uns geäußert haben. Der Wahlakt selbst zu den Vizepräsidenten wird eine Einzelabstimmung im Block sein, was so viel heißt, es gibt einen Stimmzettel, es gibt die Namen, es gibt die Möglichkeit, ja, nein, anzukreuzen. Und dann sind es also keine einzelnen Wahlverfahren, sondern ein einziger mit der Möglichkeit anzukreuzen oder auch nicht. Sie haben das Stichwort Vizepräsident gesagt, wurde in irgendeiner Weise über die inhaltliche Ausfüllung über Personen gesprochen und generell, Sie haben auch das Stichwort gesagt, es sind neue Fraktionen mit dabei. Wie war die Stimmung? Reines Arbeitsgremium. Also sage ich jetzt mal Lernkonferenz mit Kekse essen. Also so etwa nicht besonders berauschend. Es sind die Dinge vorzubereiten und es gibt andere Orte, an denen man eine politische Auseinandersetzung weitergeht. Tina? Die Frage des Vizepräsidenten, also personeller Vorschläge, haben wir natürlich nicht diskutiert. Das obliegt jeder Fraktion selber. Ebenso gut obliegt jeder Fraktion mit ihrem Vorschlag den anderen Fraktionen ihren Vorschlag auch inhaltlich überzeugend darzulegen beziehungsweise ein inhaltlich unproblematisches Angebot zu machen. Da hat ein alter Kollege von mir immer gesagt, jeder bestimmt den Wert oder Unwert seines Vorschlages selbst. Wo die Fraktionssäle sein werden, haben wir nicht besprochen. Derzeit haben alle die Möglichkeit zu tagen. Das steht jetzt auf der Prioritätenliste noch nicht ganz oben. Bitte. Sie haben gesagt, die Sitzordnung ist nur für die erste Sitzung. Warum nicht schon für die weiteren? Weil sie strittig ist. Weil die FDP gesagt hat, sie möchte dort, wo sie jetzt in der konstituierenden Sitzung platziert wurde, nicht sitzen bleiben bzw. nicht eingeordnet werden. Ihre Frage. Bei der Sitzordnung, wie sehen Sie denn die Positionierung der AfD in der Nähe der Regierungsbank? Ist das von Vorteil, weil man die sich nahe hält, um sie besser zu kontrollieren? Oder
Wie sehen Sie das? Also ich muss ehrlich sagen, die Nähe zur Regierungsbank ist bezüglich der Inhalte und bezüglich dessen, was dort besprochen wird, relativ unerheblich. Es ist einfach ein räumliches Problem. Wir sind jetzt 709 Abgeordnete, davon gibt es eine FDP-Fraktion und Parlamente haben sich in der Parlamentsgeschichte immer von links nach rechts aufgestellt und da, wo die AfD jetzt sitzt, gehört sie hin, während die Bundesregierung ihre eigenen Vorschläge und ihre eigenen Minister mit den entsprechenden politischen Diskussionen und Angeboten von am Pult sprechen lässt. Ihre Frage? Das muss die Bundesregierung für sich dann klären, ob sie Angst davor hat, dass die AfD dort sitzt. Ihre Frage steht noch? Sie haben so gesagt, als wäre es Business as usual gewesen. Wie war das Keksessen mit den AfD-Vertretern? Genauso wie wir. Die haben auch drin gesessen. Ich finde das nicht ganz normal. Das können Sie sich ja vorstellen, dass das für mich gewöhnungsbedürftig ist. Angesichts der Kandidaten, angesichts des Wahlkampfes, angesichts der Inhalte, die Sie vertreten. Aber wir haben untereinander jetzt erstmal versucht, den Bundestag arbeitsfähig zu machen mit dem ersten Schritt der konstituierenden Sitzung. Und es wird viele Auseinandersetzungen geben müssen mit den Vertreterinnen und Vertretern der AfD. Ich habe überhaupt keine Veranlassung, dort in diesem Rahmen diese Auseinandersetzung zu führen, insbesondere da es eben um rein technische Dinge ging, wie der Bundestag sich zusammenfinden soll. Wie geht das denn mit der Frage der Sitzordnung dann konkret weiter? Wenn ich es richtig verstanden habe, war diese Sitzung des Vorältestenrates heute ja eine einmalige Veranstaltung. Das heißt, das ist dann ein Fall für den richtigen Ältestenrat nach der konstituierenden Sitzung? Nee, also der Vorältestenrat, der sogenannte, ist keine einmalige Veranstaltung. Das ist ein Instrument, dessen sich der Bundestag immer bedient hat im Vorfeld der Vorbereitung der konstituierenden Sitzung. Irgendjemand muss es ja machen. Und das wird auch nicht die letzte Sitzung vor der konstituierenden Beratung sein, sondern wir werden uns am Freitag, ich glaube der nächsten Woche oder übernächsten, muss ich nochmal nachgucken, nochmals zusammenfinden, um die weiteren noch offenen Fragen des Protokolls und des Sitzungsablaufes miteinander zu bereden. Aber da gehe ich von aus, wird die Sitzanordnung bezogen auf die konstituierende Sitzung keine weitere Rolle spielen. Die FDP oder andere Fraktionen haben es eh in der Hand, entweder in den weiteren Gesprächen oder durch entsprechende Antragstellung dann nach Mehrheiten zu suchen, die ihnen eine andere Platzierung ermöglichen. Wie groß ist denn aus Ihrer Sicht, dass Sie keinen Hauptausschuss bekommen, sondern die von Ihnen vorgeschlagenen verfassungskonformen Ausschüsse? Na, es gibt diverse Auseinandersetzungen schon aus der letzten Legislaturperiode und diverse Äußerungen aus den Fraktionen, die damals mit ihren Vorschlägen auf Einsetzung der Ausschüsse nicht durchgedrungen sind. Das waren ja zum einen die Grünen, die vorläufig im Grunde genommen, wenn ich mich recht erinnere, nahezu alle Ausschüsse einsetzen wollten. Wir haben uns damals bezogen auf jene, die im Grundgesetz stehen, und wir haben uns bezogen auf jene, die es seit der dritten Legislaturperiode des Bundestages gibt. Wir würden uns diesmal zumindest auf die Ausschüsse beziehen, die im Grundgesetz stehen und nach jetzigem Stand keine weiteren aufnehmen. Und angesichts des Verlaufes der Arbeit des damaligen Hauptausschusses bin ich gespannt, ob sich bei der einen oder anderen Fraktion die Position der Wertung dieses Ergebnisses verändert und ob sich eben eher aus der Situation heraus, dass wir als Parlament, als gewähltes Parlament, dann schon im Amt gegenüber den Leuten, die gewählt haben beziehungsweise an Politik interessiert sind, dass wir denen gegenüber in der Pflicht stehen. Gab es denn dazu heute Äußerungen? Nee. Schaumgebremste Zurückhaltung. Ja, so. Frau Sitte, nochmal zum Atmosphärischen in Verbindung mit der Sitzordnung. Ich könnte und werde auch bei der FDP natürlich nachfragen. Sie waren nun aber dabei und stehen uns ja hier jetzt Rede und Antwort. Ja. Ist das von Seiten der FDP grundsätzlich nach dem Motto, neben denen wollen wir nicht sitzen? Oder
von wegen, wir sind ja nur die Einzigen, die sie quasi an der Backe haben, salopp gesagt. Eine Lösung könnte ja dann nur drin bestehen, geteiltes Leid, nicht? Also irgendwo mittendrin. Also die tiefenpsychologische Wertung kann ich jetzt nicht vornehmen. Ich kann nur sagen, dass die FDP darauf hingewiesen hat, dass in Landtagen anders verfahren wird und dass sie das für ein hinreichendes Argument hält, dass innerhalb des Bundestages die Sitzordnung nochmals überdacht wird. Also formal. Also ja, und wenn jetzt Frau Sitte als Politikerin antwortet, muss ich sagen, in der AfD-Fraktion sind ein gerütteltes Maß an Abgeordneten, die früher in der CDU, teilweise über Jahrzehnte, oder die früher in der FDP gesessen haben, Mitglied. Aber das war nicht Gegenstand der Erörterung im Ältestenrat. Das ist nur meine Feststellung. Sind wir durch mit den Fragen? Dann, okay. Nee, eine noch. Ja. Wenn sich die Parteien nicht einigen können, die Fraktionen nicht einigen können, wer entscheidet denn dann schlussendlich? Die Mehrheit. Die Mehrheit des Bundestages, ja. So ist das immer bei uns. Ja. Danke fürs Interesse und schönen Tag noch.